Herzlich willkommen zur Vorstellung der digitalen Umlaufmappe auf Basis des Verfügungsworkflows. Ich werde Ihnen heute in einer kurzen Demonstration zeigen, wie die digitale Umlaufmappe im Develop Documents aussehen kann. Vorab aber noch ein paar Worte zur Motivation. Grundsätzlich möchten wir die Ablösung der analogen Gittermappe erreichen, die sicherlich viele von Ihnen kennen und eventuell auch noch im Arbeitsalltag nutzen werden. Außerdem ist das Ziel, jederzeit auf die Dokumente zugreifen zu können, unabhängig davon, wer aktuell das Dokument vorliegen hat. Und zusätzlich möchten wir eine einfache und transparente Verarbeitung für alle Anwender erreichen. Dazu bieten wir mit unserem Produkt die Möglichkeit, beliebige Anwender in einem Umlauf einzubeziehen. Dabei können wiederkehrende Prozesse in Vorlagen gespeichert und von anderen Anwendern erneut verwendet werden. Alle Bearbeitungen im Workflow werden dauerhaft festgehalten und in einem Protokoll im Develop Documents archiviert. Zusammengefasst hat also jeder Anwender eine einfache Möglichkeit, eigene Prozesse und Beteiligungen auf Dokumente und Akten im Develop Documents zu starten. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt live zeigen. Dazu habe ich im Develop Documents eine Bewerberakte geöffnet. Ich möchte nun die Bewerbung inklusive Lebenslauf in einen Beteiligungsworkflow geben. Zuerst muss ich alle Anhänge als Anhang vormerken, in diesem Fall nur den Lebenslauf. Nachdem ich diesen vorgemerkt habe, steht der später im Workflow zur Verfügung. Anschließend kann ich auf der eigentlichen Bewerbung den Workflow starten. Zu Beginn muss ich jetzt meinen Workflow gestalten, indem ich die Schritte anlege und auswähle, an wen der Workflow geschickt werden soll und wer welche Aufgabe vorliegen hat. In meinem Fall geht es zuerst an Peter Prüfer zur Prüfung und anschließend an Susanne Sachbearbeiter zur Bearbeitung. Diesen Ablauf, also in diesem Fall zwei Schritte, kann ich optional als Vorlage speichern und später dann wiederverwenden und auch anderen Anwendern zur Verfügung stellen. Nun muss ich nochmal einen Anhang, also in diesem Fall den Lebenslauf, hinzufügen. Da ich diesen vorab vorgemerkt habe, finde ich unter Anhängen hinzufügen einen Eintrag zu meinem Lebenslauf. Über Hinzufügen wird dieser in die Workflow-Anhänge aufgenommen. Nun kann ich den Workflow, so wie ich ihn gestaltet habe, losstecken. Wenn ich nun den Aufgabenkorb vom Benutzer Peter Prüfer öffne, sehe ich als ersten Eintrag den Betreff Prüfung im Kontext des Beteiligungsworkflows. Ich sehe als Empfänger, wer welchen Schritt bearbeiten muss, welche Vermerke bisher angelegt worden sind und welche Workflow-Anhänge vorliegen. Auf der rechten Seite kann ich mir das Dokument, in diesem Fall die Bewerbung, einmal ansehen und eventuell auch bearbeiten oder zusätzliche Notizen anlegen. Da ich in diesem Fall die Prüfung vornehmen muss, kann ich einen Vermerk hinzufügen, beispielsweise dass der Bewerber gerne eingeladen werden kann. Durch den Vermerk wird festgehalten, dass ich im ersten Schritt den Vermerk angelegt habe. Und so kann der nachfolgende Empfänger und auch der Initiator das in den Vermerken später einsehen. Ich habe außerdem die Möglichkeit, mir noch den Lebenslauf anzusehen, indem ich mit einem einfachen Klick diesen öffne. Anschließend kann ich dann entweder eine Rücksprache halten, um vielleicht noch eventuelle andere Personen einzubeziehen, oder wie in diesem Fall den Workflow als geprüft markieren. Um den letzten Schritt zu bearbeiten, wechsle ich in den Postkorb von Susanne Sachbearbeiter. Dort finde ich mit dem Betreff Bearbeitung im Kontext Beteiligungsworkflow den Workflow, den wir gerade weitergeschickt haben. Ich kann nun sehen, dass Peter Prüfer den ersten Schritt am 25.07. bearbeitet hat und dort eine Zustimmung erfolgt ist. Außerdem kann ich in den Vermerken sehen, welche Anhänge hinzugefügt worden sind und welchen Vermerk der Peter Prüfer im ersten Schritt hinterlegt hat. Auch kann ich die Anhänge nachvollziehen, so wie jeder andere Workflow-Empfänger ebenfalls. Jetzt hätte ich optional noch die Möglichkeit, Anhänge zu entfernen oder eventuell auch eigene Anhänge hinzuzufügen. Möchte ich das hier nicht vornehmen, kann ich über Bearbeitung abschließen, denn auch den letzten Schritt des Workflows beenden und damit den Workflow wieder zum Initiator schicken. Im Postkorb des Workflow-Initiators sehen wir nun eine Benachrichtigung, die über das Ende des Workflows informiert. Im Anhang dieser Benachrichtigung befindet sich das Workflow-Protokoll, das vom System im Develop Documents archiviert wurde. Wenn wir uns das Workflow-Protokoll genauer ansehen, stellen wir fest, dass alle wichtigen Informationen aus dem Workflow enthalten sind. In den Kopfdaten wird das Workflow-Dokument sowie die Start- und Endzeit dargestellt.
Alle Schritte des Workflows inklusive der Bearbeitungsdetails werden wie auch für die Beteiligten ersichtlich in tabellarischer Form festgehalten. Außerdem werden alle Vermerke, egal ob vom System oder vom Anwender erzeugt, aufgelistet. Damit endet auch die Live-Präsentation. Sollten Sie noch Fragen haben, nehmen Sie gerne über unsere Webseite oder Ihren persönlichen Ansprechpartner Kontakt auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.